Ey Leute, Nero Frays am Start und willkommen zurück zu Injustice 2. Meine Auftritte wären cool. Wo ist Kara? Gefangen. Irgendwo an Bord. Wir finden sie. Wir haben nur 20 Minuten, bevor Brainiacs Betas die Erde abfackeln. Wieso sind die anderen nicht hier? Sie greifen die Betas an. Nur für den Fall, dass wir es nicht schaffen. Das werden wir. Die Weltklasse. Batman und Superman. Firestorm, was ist passiert? Brainiac hat unsere Intellekte vereint. Wir sind nicht länger getrennt. Wir denken vereint. Er ist deine wandelnde Bombe. Wie kommen wir an ihm vorbei? Swamp Thing auch? Hat die Kraft des Grüns entfesselt. Er hat die Firestorm-Matrix gemeistert. Alles Wissen wird in seiner Sammlung zusammengefasst. So, dann nehmen wir zuerst mal Superman. Ich habe genug von Brainiac und seiner Sammlung gehört. Du hast große Töne gespuckt bei der Zelle. Schauen wir, was dahinter steckt. Deine enorme Kraft ist endlich. Die Firestorm-Matrix kennt keine Grenzen. So, dann hauen wir mal Firestorm auf die Fresse. Jawoll. Wo bin ich denn? Oh, krass. Krasse Umgebungsattacke. So. Kassieren wir auch ein bisschen. Also schon krass, wie Superman da Batman zur Hilfe kam. Und ich hoffe, die Justice League kriegt sich wieder ein. Jawoll. Ja, bleib liegen, Firestorm. Wäre... Oh, besser für dich, wollte ich sagen. Aber es steht wieder unentschieden. Ja. Hey, komm schon. Ich dachte, der bringt jetzt zurück den Blick. Upsala. Vergeigt. So, Firestorm setzt uns ziemlich zu, aber ich hoffe, das werden wir wieder regeln. Und ich hoffe, meine Stimme kommt jetzt auch klarer. Jawoll, jetzt haben wir ihn gepackt. Und auch spielen wir ein bisschen Baseball mit ihm. Oder so, keine Ahnung. Touchball, ja. Jetzt haben wir deine Grenze gefunden. Geschafft. Hast du einen Plan? Ich arbeite daran. Ich könnte sie vielleicht wiederherstellen. Das ist neu. Rainier passt sich an. Ich kann ihm helfen. Beschäftige die Betas. Swamp Thing, hör mir zu.
Deine Kraft wird gegen dich selbst eingesetzt. Gegen das Grün. Brainiac ist jetzt der Hüter des Grüns. Es wird für immer bestehen. Bewahrt in seiner Sammlung. So, jetzt spielen wir Batman. Und, Das war auch mal. Heizen wir mal richtig ein. Oh, da war ein nice Combo. Auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie es hier mit Brainiac zu Ende geht. Oh. Jawohl, die erste Runde haben wir entschieden. Natürlich mit Batman. Schade. So. Wahrscheinlich wird's ein Unentschieden. Nee. Okay. So. Mensch, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Wieder mal. Mal schauen. Jetzt lassen wir dich frei. Das unterbricht ihren Link mit Brainiac. Firestorms Gehirnmuster verändern sich. Aber ich kann nicht sagen, was mit Swamp Thing passiert. Jason, Professor Stein. Ja, sind beide hier. Was ist passiert? Brainiac hat euch einen dritten Verstand hinzugefügt. Als ob wir das bräuchten. Was ist das für ein Ort? Brainiacs Schiff. Firestorm bringt euch zurück auf festen Boden. Nein, melde dich bei Hal. Er muss gegen Brainiacs Kamikaze-Betas kämpfen. Klingt nach einem Job für Firestorm. Viel Glück. Kein Brainiac. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Die Schiffswände sind mit Blei verstärkt. Bruce Wayne von der Erde. Kal-El von Krypton. Eure Kämpfe hallen durch das Universum. Euer Krieg hatte Konsequenzen, die keiner von euch vorhersehen konnte. Ihr habt Chaos wie ein Krebsgeschwür im Universum verbreitet. Nur Brainiac kann die Ordnung wiederherstellen. So, Superman nimmt Steiner an. Du hast Magie. Ich schaff das. Und ich spüre Brainiac auf. Ich hab dich immer respektiert, Fate. Doch Brainiac darf meine Heimat nicht zerstören. Nie wieder. Deine Missetaten haben seine Ankunft auf diesem Planeten herbeigeführt. Brainiacs Neugier wurde geweckt, als du das Green Lantern Corps dezimiert hast. Er will die Menschheit vor dem Chaos schützen, das du entfesselt hast. So, anscheinend hat Superman auch wie er gesagt hat, die Wächter der Green Lantern Corps dezimiert. Dezimiert heißt wahrscheinlich getötet. Dr. Fate. Er hat mich echt heftig an Dr. Strange. Ich liebe den Film Dr. Strange. Ich liebe auch den Schauspieler Benedict Cumberbatch. Falls ihr den kennt. Stimmt. Gibst du schon auf? So. Komm mal her hier. So. Erste Runde für uns entschieden. Ich bin kein Pfadfinder mehr. So.
Der Doktor aber auch nicht. Na, komm schon. Wow. Wow. Das Schicksal wird über dich rechnen. Diese Welt braucht meinen Schutz. Ja, gut, ich drück mal nichts, weil er kriegt da jetzt Leben zurück. Ich wusste, er hat viel Balken gesetzt. So, nochmal eine nice Combo. Und jetzt haben wir ihn auch schon down, Leute. Wie krass ist das denn? Meines eigenen Schicksals. Der Angriff tut mir leid. Der Helm hat es mir befohlen. Sie haben keine Macht mehr über dich. Ihr beide habt dem Schicksal getrotzt. Das Chaos umgarnt. Doch jetzt, euch wieder zusammenzusehen, sorgt für Ordnung. Oder die Herren werden es tun. Wenn nicht durch Brainiac, dann... Shit. Sogar ein magisches Wesen wie Dr. Fate erkennt meine Überlegenheit an. Mit der Zeit wird sich das ganze Universum meinen Plänen fügen. Das lassen wir nicht zu. Ich biete euch nichts Geringeres als Erlösung. Eure Umwelt ist vergiftet. Eure Zivilisation hat ihre Ressourcen ausgeschöpft. Der Niedergang der Erde ist gewiss. Wir finden einen Weg. Das tun wir immer. Zeit ist um. Wo ist Kara? Wird wie visitiert. Sie hat mir schon viel über die Natur eurer Kräfte beigebracht. Soll ich sie dir aus der Nähe vorführen? Ich habe deine Kraft, aber du nicht meinen Verstand. Ich werde dich töten, wie die Milliarden vor dir. Schade, Leute. Ich dachte, wir hätten mit Batman spielen können. Also, natürlich wusste ich ja nicht, dass jetzt der Endgegner schon da ist. Ah, komm schon. So. Mensch. So, ab mit dir. Boah, komm schon. Was geht mit dem? Was war das für ein heftiger Angriff? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden er gedrückt hat, Leute? Aber es ist schon krass, wie Dr. Fate auch jetzt gerade hingerichtet wurde, sag ich mal. Und, ja, ich zermalme dich, Brainiac. Das, was du uns allen angetan hast. Aber wir werden mal sehen, wie es danach weitergeht. Dein Schmerz ist freudlos. Ich finde Brainiac hier auch cool dargestellt. Weil Brainiac wird ja immer ein bisschen anders dargestellt. Oh, jetzt sieht das schon... Was?
Also das schießt schon heftig Leben. Ah, komm schon. Ah, ich pack's glaube ich nicht. Nee. Nein. Mist, wir haben verkackt. Da machen wir es direkt nochmal. Mensch. Aber muss ja auch mal sein. Wie die Milliarden vor dir. Man kann ja nicht immer gewinnen. So, Brainiac. Oh, ich verpeil das immer. Weil in Injustice 1 hat der den einfach nur hochgeworfen. So, du wirfst mich nicht ab. Vergesst das immer. Für meine Eltern. Für meine Eltern. Gib ihm. Super, ne? Und ich finde in Injustice 1 war Superman so geil zu spielen. Also mal, ich konnte so eine heftige Kombo mit dem. Oh, komm schon. Was? Komm. Okay. Oh Mensch, komm her. So. Die erste Runde haben wir mal vorerst für uns entschieden. Aber Brainiac lässt natürlich nicht locker, wie wir sehen. An dir ist gar nichts super. Und Brainiac wird ja auch immer anders dargestellt. Also, einmal ist er einfach nur ein Gehirn, dann ist er menschlich wie jetzt. Beeindruckend. Geht mir auch so. Na, ja, er hat wieder gewonnen. Ich lasse es mal trotzdem einfach so laufen. Weil ich weiß, dass er viel Balken benutzen wird. Und ja, fast unsere Super. Falls es. Falls wir es schaffen. Na, komm schon. Was? Nein! Oh, komm schon. Das zieht viel zu heftig Schaden. So, jetzt haben wir ihn auch, Leute. Das wäre wahrscheinlich das Ende für ihn, aber ich habe immer das Gefühl, der überlebt mit so einem kleinen Lebensbalken. Ja. Gibst du schon auf? Mit ein bisschen größeren Lebensbalken. So, aber wir haben gewonnen, Leute. Mal schauen, was passiert. Das war für Krypton. Der Verlust seiner Flotte schwächt ihn. Ich konnte spüren, wie er an Kraft verliert. Gut. Das macht es leichter, ihn von den Betas abzuschneiden. Hier ist Batman. Brainiac außer Gefecht. Der Server funktioniert. Alle Betas deaktivieren sich. Geschafft. Und jetzt suchen wir Kara. Was ist los? Brainiacs Verstand ist die CPU des Schiffs. Anscheinend hat er kein Backup-System.
Wenn wir abstürzen, werden all die konservierten Städte an Bord zerstört. Clark, warte! Du hast es selbst gesagt. Das Schiff wird rein durch Gedanken gesteuert. Das könnte dich töten. Der richtige Job für mich. Überbrücke das System. Aktiviere den Autopilot. Ich versuch's. Mein Schiff! Ihr dürft meine Sammlung nicht zerstören! Übergib mir mein Schiff! Jetzt kommt Batman, Leute. Wie geil ist das denn? Und wir sehen sogar Superman im Hintergrund. Das ist ja mal Scheiße von dem, dass der so krasse Attacken drauf hat. Oh, komm schon. Emotionen sind Schwäche. Also ich weiß, man kann auch Brainiac spielen. Aber ob der dann auch so krass ist, sei mal dahingestellt. Ah nein, schade. Du hast keine Chance, Brainiac. Kapitulation wäre klüger. Da hat er mich gerade, wo ich unachtsam war. Erreicht. So, aber. Jetzt gehen wir den erstmal. Na, oh Mist. So. Du hast keine Chance mehr. Ne? Oh, komm schon, Mann. Das ist schon heftig. Ich meine, ihr seht ja selber, wie die Attacke da abzieht. Na, komm schon. Nein. Mit Batman haben wir auch die erste, haben wir jetzt auch verloren. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch diesmal. Du bist hartnäckig. Doch primitive Theatralik rettet dich nicht. Oder, Leute, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Injustice 2. Ich bin Nero Phrase. Unten links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Oben rechts kommt ihr zu dem letzten Part von Injustice 2 und unten rechts seht ihr mein Outlast 2 Let's Play, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Kommentar da. Macht's gut. Tschüss.